Zip. Schwere Geburt. Welt 5 geschafft. Die Welt 6 machen wir auch noch. Ja, dieses Spiel muss man sich stückchenweise geben. Alles auf einen Schlag? Nee, danke. Hui. Ah, verreckt. Ihr Säcke. Ja, toll. Ich bin gerade in den Abgrund gestürzt. Falls ihr gerade nicht zugeschaut habt, mache ich jetzt hier ein bisschen Sportreporter-mäßig. Mario springt gerade hoch und versucht den Pilz einzusammeln. Er hat ihn sogar... Er hat den Pilz. Fliegt die Schildkröte und Mario ist auf der Suche nach den Sternen. Und er hat ihn. Mario ist unbesiegbar. Und Mario rennt über das ganze Spielfeld. Und die Gegner haben überhaupt keine Chance gegen Mario. Mario ist einfach der Größte momentan. Und da hat er sich überschätzt. Der Abgrund hat ihn leider den Sieg gekostet in allerletzter Minute. So ein Ärger. Wir haben große Hoffnung auf Mario gesetzt, aber es hat nicht sollen sein. Vielleicht in der nächsten Saison. Gott, was rede ich für ein Müll. Da will ich mal den Stern. Hep. Abgerobbt. Hui. Safe State! Natürlich! Denkt ihr denn? God bless the Safe State! Hep! Da war nix! Oh, toll! Nee! Oh, da muss man jetzt genau aufpassen. Nö, schon wieder Wind. Bist du verrückt? Die Blätter fliegen. Es wird Herbst, auch in Deutschland. Juhu! Juhu! Ich kann dieses typische Homer Simpson-Juhu leider nicht. Das mir immer sehr gut gefällt. Feuerwerk! Oh, schon genug? Oh nee, eine Unterwasserwelt und ich als kleiner Hoppelstopse hier. Toll. Ganz toll. Ganz großes Kino hier. Weg! Geklappt, bis dato. Hey! Boah! Ich hab das gesehen, hey! Liebe Zuschauer an den Empfängern zu Hause. Ging ja eigentlich noch. Ach, die Musik, ich kann sie langsam mehr hören. Oh, im Hintergrund Goomba-Statuen. Ich sag's doch hier, die haben einen höheren Wert als der eigentliche Held hier, der Super Mario. Der Goomba ist der King of the ganze Königreich.
Ui, ich liebe diese Flugfische-Levels. Ach, was liebe ich sie doch. Wie denn, was denn, wo denn? Man müsste von der Schildkröte abprallen, das Fragezeichen aufbrechen und... Nee, ist klar. Natürlich. Kannst mich mal. Oh! Hilfe! 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 Wow! Panik! 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 Scheiß auf das Fragezeichen! Weiter geht's! Versteht ihr, was ich sage? Ja? Versteht ihr, was ich euch damit sagen will? Mit diesen hochphilosophischen Worten? Ja, ich sage euch, dieses Spiel nervt mich allmählich. Und ich bin froh, wenn das Projekt vorbei ist. Und ich mal wieder was Besseres spielen kann. Aber nein, ich habe euch ja versprochen, ich spiele es. Eigentlich habe ich es nur mir selbst versprochen. Oder mir selbst die Aufgabe gesetzt. Nein. Hä? Nein. Hey. Jetzt bringt auch kein Safe State mehr. Jetzt bin ich ja schon des Todes. Den Tod geweiht. Immerhin, an der schönen Stelle fangen wir wieder an. Hat auch was Gutes. So, ich mache hier mal ein Safe State, weil es mein letztes Leben ist. Nicht load, bist du des Wahnsinns. Yep. Nein. Du kannst mich mal gleich. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz Pianoforte. So, hep, hep. Denk ja wohl nicht dran. Du machst mich nicht klein. Und in den Abgrund stürzt du mich auch nicht. Sonst werde ich wütend. Ui, war das knapp? Nein. Ah, Hilfe, Angst, Fische. Ah, rennen, rennen, schneller, was das Zeug hält. Das war ein kleiner Bug eben, kann das sein? Ich habe im Gefühl, ich stand eigentlich schon oben auf dieser tollen Palme. Und dann hat es mich dann doch noch zerlegt. Ach komm, rennen, 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 rennen einfach. Ich bin jetzt sauer. Boah, dann eben klein. Gehe ich eben als kleiner Stoppel mal wieder in die Burg. Natürlich. What a horrible game. Oh ne, Wiederholungslevel auch noch, hä? Fürchte ich. Ja, klinglong. Ja, falsch. Boah, geh sterben. Machen wir mal ein Open State. Fange ich zwar noch mal im letzten Level an, aber... Ich hatte das gestört, dass ich hier als kleiner Funkel in die Burg muss. Dann doch lieber. Richtig, nämlich so. Hehehe. Ja, mit richtig Schwung geht das auch. So, die Burg 6-4 mache ich noch. Und dann ist für heute Schluss. Und morgen mache ich dann die letzten zwei Welten. Okay, jetzt machen wir ein Save. So, unten rum. Hey Mario, du bist dumm wie Stroh. Ich möchte fast sagen, wie Bohnenstroh. Mich dünkt es, du bist dumm. Schwumm die Bumm. Hopp! Kling lang. Ja, das war falsch. Richtig. Geht's sterben. Oder war dann oben richtig? Keine Ahnung. Dü.
Ich glaube so. Da direkt ganz oben. Hm? Oh ja. Klingt long. Das akustische Jingle hat uns gesagt, das stimmt. Ah, das hat uns gesagt, das stimmt nicht. Der Weg ist falsch. Das heißt, alles, was ich jetzt gerade mache, muss ich vielleicht nochmal machen. So, jetzt hier entlang. Genau, das war richtig. Ich save nochmal. Sicher, sicher. Wo jetzt, Freunde? Mitte ist falsch. Okay, die Mitte ist schon mal falsch. Kann ich mir schon mal merken. Die Mitte ist falsch. Also versuche ich es mal oben. Nein, oben, nicht unten. Nicht in der heißen Tomatensoße. Oben. Upstairs. Boah, das geht kaum. Nicht schwer. Vielleicht auch unten. Gucken. Ah ja, unten war richtig. Okay, jetzt will ich aber als großer Bub hier durchgehen. Und nicht wieder als kleiner Hoppelstopser. Und am Schluss kleiner sein als die Sackpilze. Als die kleinen Toadies. Also... nach unten. Das ist unfassbar. Genau in dem Moment kommt diese schwule Kugel da hochgeschossen. Oh Mann. Ich reg mich langsam auf über dieses Spiel. Hep, hep. Ha, weg mit dir. Nein. Pimmel. So, jetzt war's richtig. Mal ein Angsthasen safe. Oh, jetzt schmeißt er auch noch. Ich kann aber leider immer noch nicht schießen. Aber ich habe mich als großer Mann durchs Ziel gerettet. Jawohl, super. Super Choreografie, ey. Ja, ja, ja. So, das waren... lustige zwei Welten heute wieder. Und hier geht's dann weiter morgen oder übermorgen. Auf jeden Fall im nächsten Part mit vielen Safe States und vielen Fails. Da freue ich mich ja schon sehr drauf. Bis dahin, macht's gut und tschüss.